Heute geht es um die Rente. Um die Rente mit 67. Und wir sind besonders froh darüber, dass wir einen kompetenten Interviewpartner haben. Der Mann, der uns die Rente garantiert hat. Norbert Blüm. Hallo, Herr Blüm. Könnt ihr da mal was mit dem Ton machen oder was? Ich habe Bild, aber ich verstehe nichts. Hallo, kann mir einer antworten mal? Wenn nicht, machen wir es so mit Zeichen und so. Ja, können Sie, genau. Hallo, Herr Blüm. Das ist der Mafia-Boss, den Sie da gerade gezeigt haben. Hat er mich gemeint? Ich habe schon einen Schreck bekommen gegenüber so einem jungen, dynamischen Mann, falle ich ja wieder ab. Könnt ihr mir nicht irgendwie einen Grufti oder sowas? Ihr könnt mich doch nicht immer so deklassieren. Herr Blüm, wir danken Ihnen für dieses aufschlussreiche Gespräch. Herzlichen Dank. Wir zeichnen auf? Ja. Okay. Für heute Abend? Heiliger Franz, du in jedweder Regierungskoalition, Treuester der Treuen, du Korsettstange des Vaterlandes, du Erbtruchsess von Kanzler zu Kanzlerin, immer morgens beim Rasieren weißt du besser als alle anderen, dass du mit der Rente mit 67 die späteren Rentner enteignest und damit die Eigentumsgarantie des Grundgesetzes brichst. Komm mir nicht mit der Ausrede, wir würden immer älter und die Kassen seien leer. Dich, Genosse Vizekanzler, beschleicht doch das schlechteste aller schlechten Gewissen, weil dir nur zu genau bewusst ist, dass du mit deinen Rentenplänen eine Infragestellung auch anderer Eigentumsformen nur hinauszögerst. Geh im hintersten Sauerland in dich und dann fürchte dich nicht, deinen Marx noch einmal von vorne zu lesen. Denk daran, Genosse Vizekanzler, dass die strammsten Ideologen des Diamat inzwischen zu glühenden Neokapitalisten mutiert sind und die Gebetsmühlen des Diakap perfekt zu drehen gelernt haben. Die sind wir, ein für alle Mal los. Das Terrain ist jungfräulich, Genosse Vizekanzler, jungfräulicher als deine Kanzlerin. Fang an, heiliger Franz, und sieh zu, dass du an die Spitze der Revolution kommst. Amen. Ach Gott, entschuldige Sie. Das ist mir aber jetzt peinlich. Das ist immer so heiß hier, wissen Sie, die haben keine Klimaanlage in dem Sender und wir haben ja hier Moderatoren, das glauben Sie ja gar nicht. Also ich kann Ihnen eins sagen, wir haben hier ein Casting gemacht, da habe ich immer dahin geputzt und da waren sie alle da, alle haben sie sich drum gerissen, die großen Namen, die Sie kennen, aber wenn Sie das gesehen haben, was die gebabbelt haben und was die für Fehler gemacht haben, das war ganz schrecklich, also... Ja. Feststeht. Ja, ich höre da nichts. Sie haben ihn ja da stehen sehen. Vielleicht schaffen wir es gleich. Tja, normalerweise haben wir einen ganz guten Draht zu Kollegen Ahlers, aber im Moment leider keine Tonleitung. Wie auch die Scheiße, das lief so gut. Guten Abend, können Sie mich denn schon hören in Washington? Wir standen an einem sehr wichtigen Herr Schweizer, können wir uns hören? Als diese Angriffe den Fortschritt. Das klappt noch nicht ganz. Die Bonner sind mit ihrer Kritik allerdings... Nee, ich mach's nochmal. Die Bonner... Ach, der Wind. Die Bonner sind mit ihrer Kritik hier allerdings in einer Schwie... Es nimmt einem die Luft. Dürfte sich in Zukunft auf die PLO auswirken. Sogenannte Blackbox. Ja, eine Meldung. Fehlt mir das Blatt. Eigentlich wollten wir noch das Wetter, wie immer. In jedem heute schon. Bitte die Überleitung zum Sport. Das war's dann von uns, ohne Wetter, vom Heute-Journal. Keine Panne, tut uns leid. Ich hätte ganz gerne gewusst, ob noch eine Chance besteht, in die Sendung zu kommen.
Das war, Sie ahnen es, meine Damen und Herren, das Ende einer ziemlich verkorksten Sendung. Dieses haben wir so in dieser Form noch nicht erfahren. Ich wünsche Ihnen ein angenehmes Wochenende, das mit Sicherheit wesentlich besser laufen wird.